Was passiert im Verteidigungsfall? Naja, dazu müssen wir erstmal klären, was ein Verteidigungsfall ist. Laut § 115 des Grundgesetzbuches ist ein Verteidigungsfall die Situation, dass Deutschland mit Waffengewalt angegriffen wird. Da kann sich jeder denken, wie das gemeint ist. Aber wie wird dieser Fall ausgerufen? Da gibt es drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist die, dass die Bundesregierung einen Antrag an den Bundestag stellt, den Verteidigungsfall auszurufen. Dann wird das intern bearbeitet im Bundestag und dann wird eine Entscheidung gefällt. Die zweite Situation ist, oder die zweite Möglichkeit ist, die, dass der ganze Bundestag sich nicht mehr treffen kann, da sie handlungsunfähig sind oder dass sie aufgrund von äußeren Einwirkungen nicht mehr sich treffen können. Hierbei greift dann der zweite Punkt eben, dass ein gemeinsamer Ausschuss, sich zusammensetzt und beschließt, ob der Verteidigungsfall ausgerufen werden muss. Hierfür muss aber ein Punkt erfüllt sein, der laut § 115a Absatz 2s 1 Grundgesetz lautet dieser Punkt eben, dass die Lage ein sofortiges Handeln erfordert. Und wenn dieser Punkt erfüllt ist, müssen immer noch 2/3 des Ausschusses zustimmen, dass der Verteidigungsfall in dieser Situation angebracht ist. Die dritte Möglichkeit ist die, dass all diese anderen Möglichkeiten vorher nicht möglich sind und dass der Angriff schon stattfindet, also dass in diesem Moment der Angriff gerade durchgeführt wird oder schon vorbei ist. Da ist es dann möglich, den Verteidigungsfall nach der dritten Variante auszurufen. Hierbei entscheidet dann der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin, ob dieser Fall eintritt und wenn ja, gibt er das über das Bundesgesetzblatt raus, dass dieser Fall eingetreten ist und wenn das nicht möglich ist, dieses Bundesgesetzblatt ich weiß gerade nicht genau, was das ist, findet ihr unten aber in der Videobeschreibung einen Link dafür, da könnt ihr dann nochmal gerne nachlesen. Auf jeden Fall, wenn es nicht möglich ist, das über das Bundesgesetzblatt zu verkünden, wird es über die Medien verkündet. Also das mit dem Bundesgesetzblatt nennt man auch formale Verkündung, weil das Bundesgesetzblatt eben eine formale Sache der Bundesregierung ist und die Medien eben nicht so formal sind. Aber wenn das Bundesgesetzblatt darüber nichts verkündet werden kann, wird eben über die Medien verkündet. Das heißt Social Media, Radio oder Fernsehen. Also wie bei einem Unwetter oder so. Das kennt sicherlich jeder. Und wenn wenn der Verteidigungsfall dann ausgerufen wird, gibt es natürlich einige Gesetzesänderungen. Hier gibt es die Notstandsgesetzgebung, bei der einige Änderungen sind. Die gravierendste im Verteidigungsfall ist natürlich, dass die Bundeswehr dann eingesetzt wird und dass da dann die Zuständigkeit vom Verteidigungsminister auf den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin übergeht. Das heißt, der Oberbefehlshaber ist dann die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler und nicht wie in Friedenszeiten der Verteidigungsminister. Da gibt es dann natürlich noch einige andere Regeln, die findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch gerne dann durchlesen. Das findet ihr in allen Wissen2Go Videos, also so heißt ja diese Serie hier. Und da findet ihr unten in der Videobeschreibung immer alle im Video verwendeten Quellen. Und jetzt zuletzt stellt sich natürlich noch die Frage, wie lange dauert so ein Verteidigungsfall eigentlich? Das ist immer ganz unterschiedlich, wie lange dieser Angriff dauert. Generell kann man aber sagen, sobald ein Angriff vorbei ist und keine weiteren Angriffe folgen sollten oder man davon ausgeht, dass kein weiterer Angriff folgt, wird da dieser Verteidigungsfall außer Kraft gesetzt. Das heißt, der Oberbefehl geht dann wieder an den Verteidigungsminister, wie vorher vor dem Verteidigungsfall. Das heißt, es wird alles wieder auf Null gesetzt, kann man natürlich so nicht genau sagen, denn es gibt natürlich immer noch
die Situation, dass gegebenenfalls große Teile des Landes zerstört sind und man deswegen dann den Katastrophenfall oder sowas ausrufen muss. Und dass dann da auch andere Gesetzgebungen gegebenenfalls kommen. Aber wenn ihr wollt, dass ich ein Video darüber mache, was passiert, wenn in Deutschland irgendwie eine Krise ausbricht, also wie ein Hurricane oder so, und man festsitzt oder so, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben, dann werde ich das gerne machen. Und ja, das war's mit dem Video. Natürlich hoffe ich auch so wie ihr, dass dieser Verteidigungsfall niemals eintritt, aber ist ja immer cool zu wissen, was dann passieren würde. Wie gesagt, alle Quellen sind unten verlinkt. Ihr könnt mir gerne Videovorschläge unten in die Kommentare schreiben. Und jetzt findet ihr hier ein Video von Mr. Wissen2Go zu diesem Thema, was passiert, wenn Deutschland im Krieg ist. Das ist ein sehr interessantes Video, könnt ihr euch gerne anschauen. Und hier unten findet ihr nochmal ein neues Video von mir, also mein aktuellstes. Und hier könnt ihr gerne kostenlos abonnieren. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.